Nós estamos a tentar mostrar como é que podemos fazer música de forma fácil e com instrumentos do dia a dia. Portanto, nós utilizamos o Playground como a nossa orquestra, que nós vamos tentar hackear para que sejam instrumentos que as crianças possam brincar e fazer música ao mesmo tempo. Küçük bir bisiklet üzerinde iki adet sensör kullanıyoruz. Bu sensörleri kullanarak değişik ses efektleri elde edeceğiz. Bisikleti sağa veya sola çevirdiğimizde değişik bir ses, değişik açılarda kullandığımız zaman farklı bir efekt elde ediyor olacağız. Bu da modüler synthesizer'a yaklaşmanın başka bir yolu. Ya, wir hoffen, dass wir mit diesem Ansatz mehr Kinder dazu bringen können, sich wirklich mit Musikinstrumenten auseinanderzusetzen und auch damit, wie Sound entsteht. Also dieser klassische Ansatz von einem Instrument, was von einem Instrumentenbauer gebaut wird und dann fertig irgendwie in die Hand gedrückt wird, das gibt es heute nicht mehr so wirklich. Elektronische Musik beinhaltet auch die Klangschöpfung, Sounddesign, und das ist momentan nicht zugänglich. Wenn man sich so einen analogen Synthesizer anguckt, man muss ein Ingenieur sein, um das zu verstehen, und wir wollen das ändern. Wir wollen es verspielt machen. Yeah, let's do it with Lego.